So, hey Leute, heute mal wieder ein kleines Video aus der Küche. Und zwar möchte ich heute Proteinfluff vorstellen. Eine kleine Zwischenmahlzeit, würde ich mal sagen, mal wieder. Super sättigend, reich an Proteinen, wie der Name schon sagt. Low Fat, wenig Kalorien. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Hier kommt mein Video zu Proteinfluff. Viel Spaß! So, ich würde sagen, es geht los. Also, ihr braucht als allererstes einmal ein paar Früchte. Ich habe jetzt hier Himbeeren genommen, 200 Gramm, sind aus dem Tiefkühlfach. Man kann natürlich das Ganze auch mit frischen Früchten machen. Hier seht ihr sie einmal. Also, 200 Gramm Früchte, die ihr nehmen müsst als erste Zutat danach. Wie der Name schon sagt, brauchen wir natürlich Proteinpulver. Ich habe jetzt hier Schoko genommen. Wie bei allen Rezepten natürlich Mengenangaben und auch Auswahl der einzelnen Komponenten können natürlich variieren. Ihr könnt natürlich auch selber immer herumexperimentieren. Wie gesagt, heute Schoko mit Himbeer zusammengemixt. Das war es eigentlich auch schon. Ihr braucht dazu noch ein bisschen Wasser. Ihr könnt das Ganze auch mit Milch machen, also Milch oder Wasser könnt ihr nehmen. Ich werde jetzt Wasser dazu nehmen. Und zwar genau 50 Milliliter, was hier hineinkommt in meinen Messbeutel. Also ziemlich wenig. Das Ganze werde ich nun in meinen legendären Topf reinschmeißen. Und da natürlich die Früchte noch etwas ganz sind, muss ich sie natürlich passieren bzw. alles zermatschen. Dafür benutze ich hier meinen Stabmixer und das mache ich ganz schnell gleich mal und melde mich gleich wieder zurück. So, ich habe jetzt das Ganze mal mit diesem Stabmixer zermatscht oder passiert sozusagen. Sieht das Ganze wird dann so aussehen ungefähr. Also alles schön zerstampft, alles schön vermixt. Und jetzt der nächste Schritt ist das Ganze so ein bisschen fluffig zu schlagen. Dafür nehmt man ganz einfach einen ganz normalen Mixer, mit dem man auch Teig mixt zum Beispiel oder ähnliches. Und dann braucht man ein bisschen Geduld. Ungefähr 5-6 Minuten müsst ihr das Ganze jetzt geduldig mixen, 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 bis darauf so eine große fluffige Masse entsteht. Ich werde das auch mal ganz schnell jetzt machen und werde euch dann zeigen, wie das Ganze aussieht. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Also ich habe das jetzt Ganze hier, damit ihr mal seht, was draus geworden ist. Schön fluffig geschlagen. Ganz wichtig ist, ihr braucht natürlich dafür ein bisschen Zeit und Geduld vor allem. Also die ersten 2, 3, 4 Minuten kann es sein, dass es nicht passiert. Ihr müsst auf jeden Fall so 6, 7, 8 Minuten ungefähr das Ding hier fluffig schlagen, damit ihr dann auch diese Konsistenz erreicht habt. Ansonsten war es das auch schon. Ja, das Ding einfach dann in den Kühlschrank ein bisschen kalt stellen und nach Lust und Laune, wenn ihr Hunger habt, einfach zugreifen. Ihr könnt damit natürlich auch auf den Kuchen zum Beispiel drauf machen anstatt Sahne. Schmeckt genauso gut. Beziehungsweise man kann das Ganze auch, wenn man möchte, mit ein bisschen Süßstoff noch ein bisschen süßer machen. Wie gesagt, nur wenn man will. Ansonsten reicht das hier auch schon. Das wäre jetzt Schoko-Himbeergeschmack. Und ja, ich wünsche guten Appetit. Wie immer, abonniert meinen Channel, bewertet die Videos und bis zum nächsten Mal.